liebe Gäste, nach dem traditionell einleitenden und schwungvollen Tönen des Spielmannzuges Landau, es ist mir eine große Freude, Sie, liebe Essingerinnen und Essinger, liebe Gäste aus nah und fern, hier heute bei unserer Eröffnung zur Dorfkerbe 2014 begrüßen zu dürfen. Es ist unbestritten, glaube ich, eine meiner schönsten Aufgaben als Ortsbürgermeisterin, Sie hier heute zum gemeinsamen Feiern einladen zu dürfen. Susanne Volz begrüßt zum ersten Mal als Ortsbürgermeisterin von Essingen die Gäste zur Kerbe und wie sie betont, ist es ihr eine besondere Freude. Als erstes erwähnt sie die zahlreichen Helfer, die eine Kerbe benötigt, um anderen Menschen eine Freude bereiten zu können. Das Schönste sei, wenn Gäste überall einkehrten und ihren Zuspruch und ihr Lob, das Engagement der Helfer belohnten. Das sei wie Applaus für Künstler. Sie bedankt sich beim Spielmannszug Landau für die Unterstützung, beim Weingut Andreas Kattler, der in den Festschoppen ein besonders gutes Tröpfchen spendiert hat, und natürlich bei den vielen Helferinnen und Helfern und ganz besonders bei den verehrten Gästen, die an diesem Abend gekommen sind. Namentlich erwähnt sie den Verbandsbürgermeister Axel Wasil sowie die Ortsbürgermeister aus Hochstadt und Bornheim Otto Paul und Dr. Karl Keilen. Herzlich begrüßt sie auch die Gäste aus dem anderen Essingen in Baden-Württemberg, die bereits heute anwesend sind, und freut sich schon auf den morgigen Besuch von Bürgermeister Wolfgang Hofer. Und last but not least Jessica Dietrich, die Weinprinzessin der südlichen Weinstraße. Den können Sie wetten. Ja? Ja. Ich habe da nämlich meine ganz sichere Informationen, wissen Sie? Denn wenn er will, dann macht er's. Wenn er es nicht macht, ja, dann will er nicht. Ach, dann will er nicht. Ja. Denn wenn er es nicht macht, dann wollte er nicht oder er konnte nicht. Er konnte nicht? Ach, wie unangenehm. Naja, aber so ein Pferd ist ja auch nur ein Mensch. Also, kann ja mal passieren, sowas. Seien Sie mal ruhig. Zur Eröffnung wurde anstatt eines Umzugs ein sehr bekannter Sketch nach Loriot aufgeführt. Danach der Zwergenmarsch nach Otto Walkes mit einem sehr, sehr bärtigen Schneewittchen. Roland Schönhöfer, der Darsteller, erinnerte viele an Conchita Wurst. Dementsprechend groß war auch das Engagement der Zuschauer. Ja, liebe Essinger. Nach dem Abmarsch der Zwerge eröffnete die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Offenbach, Jessica Dietrich, die Kerbe. Und wie immer mit einem lockeren Scherz. Doch bevor nun alle auf den Wein zustürmen, möchte ich noch einen kleinen Weinspruch aussprechen. Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Aber das eigentliche Startsignal ist immer noch der Fassanstich des Festschoppens und das Prost der beiden Bürgermeister und der Weinprinzessin. Danach gilt einfach: Kerbe ist eröffnet und die Karte ein, die Weißen. Viel Spaß! Wehe, wenn sie losgelassen. Nein, dieses Mal nicht mit Bibi Jones und Peter Alexander, sondern mit durstigen und fröhlichen Bürgern aus Essingen. Und woher sie auch sonst noch kommen mögen. Als Bürgermeisterin hat Susanne Volz auch die angenehme Pflicht, alle Stände besuchen zu dürfen. An diesem Abend besucht sie die Landfrauen, schon deswegen, weil diese auch traditionsgemäß nur am Freitagabend geöffnet haben. Ein paar freundliche Worte. Je eine mächtige Original-Landfrauenbratwurst für sich und ihren Mann Kuno und dann gönnt man sich einen echten Pfälzer-Shoppen mit Gästen aus dem anderen Essingen.
Pfälzer waren schließlich schon immer gute Gastgeber. Der Kerbesamstag steht im Zeichen der Essinger Eulenbühne, wo verschiedene Sketche aufgeführt werden. Den Anfang machen Cheyenne Silber und Alexander Volz mit dem Frosch und dem Maulwurf, wo eine Reihe von Missverständnissen den Frosch in eine tiefe, tiefe Müdigkeit stürzen. Nee, du grün. Nein, ich bin aber der weiße Bruder. Du bist der rote Bruder. Ho, Winnetou, mein brauner Bruder. Oh, brauner Bruder, roter Bruder, weißer Bruder. Ja, ich hab's kapiert. Ruhig, Brauner, ruhig, ruhig. Manchmal werde ich sehr müde. Tschüss. Cornelia Fischer und Linda Weigenmeier treffen sich auf der Rennbahn. Diesen bekannten Sketch führten sie auch zur Kerbeöffnung auf und er endet bekanntermaßen in einer handfesten Beleidigung. Von Loriot, wunderschön humorvoll verpackt. Schauen Sie doch dahin! Da laufen doch die Pferde! Was klotzen Sie mich denn laufend an? Sie sind eine selten dämliche Ziege! Wer? Sie? Ich? Ja! Aber nehmen Sie das eventuell wieder zurück? Wer? Na Sie? Ich? Ja? Nein! Na, dann ist diese Angelegenheit hier für mich erledigt! Insgesamt führt die Essinger Eulenbühne am Samstag 9 Sketche auf, unter anderem so bekannte wie der kaputte Fernseher. Aber auch die wundervolle Regisseurin Leni Degner greift jede passende Gelegenheit auf, um eine Gag-Rakete auf die Zuschauer loszulassen. Dass zwei oder drei Leute da nicht richtig gucken können, wenn ihr saurum sitzen wollen, können ihr gern saurum sitzen, der ich eigentlich nämlich das Spiegel und dann könnt ihr mit dem Spiegel dahin gucken. Also es kommt drauf an, ob ihr jetzt so rumgucken wollt oder euch rumdrehen. Oh, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Nee, ich muss mein Blatt holen. Auch so bekannte Bühnenstücke wie Dinner for One, Zwei Damen im Zug und Ich will hier nur sitzen kommen zur Aufführung. Ach, sehr viel besser. Danke, James. Admiral von Schneider? Muss ich es dieses Jahr wieder sagen? Mir zuliebe, James. Und Ihnen zuliebe. Skull! Jünger denn je.
Kinderbäumen? Die gleiche Prozedur wie letztes Jahr. Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James. Gut, ich werde mein Bestes geben. Aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner! Wer kennt nicht Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner aus Herren im Bad aus Loriots Feder? Das und anschließend Pfälzer Wortspiele mit Leni Degner und zum Schluss den Strumpfhosentanz mit sechs entzückenden Damen, die hier lieber inkognito bleiben wollen. Aber schauen Sie doch mal genauer hin. Vielleicht erkennen Sie sie. Vom Baden kann ja nicht die Rede sein. Ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit meiner Ente. Nicht mit mir. Jetzt bei den Jufte Bienen, na mich. Und jetzt darf ich poppeln, was ich will. Und der Frau, wenn ich mein Goscholde den. Ich bin ein 100%iger. Ein echter Pelzer. Und die 100% kommt auf dein BH-Kerbchen. Pelzig babble kann jeder, der sehr gelernt. Kannst du vorlesen? Guck mal tief in die Augen und die Männer gucken immer durch. Dann sag ich